Das ist ordentlich Lob von den Spielern heute für ihre Arbeit auf Schalke. Tut das auch mal gut? Ja, absolut. Freue mich sehr, das zu hören. Kann aber auch das Lob zurückgeben. Es hat mir da auch ziemlich viel Spaß gemacht, das Spiel zu leiten mit den Spielern, mit allen Beteiligten. Es war ein guter Umgang am Platz und eine gute Kommunikation. Ein schöner Nachmittag. Gerade schon kurz thematisiert, Sie hatten es mit zwei Trainern zu tun, die schon Karten kassiert haben. Wie lief es mit den beiden heute? Völlig unauffällig. Wir haben eigentlich gar nicht miteinander gesprochen. Immer mal wieder Blickkontakt gehabt und uns zugenickt. Es war heute wirklich sehr entspannt. Das Spiel und das dazugehörige Regelwerk, Herr Brüch, das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Zuletzt hatten wir den VAR, jetzt die neuen Benimmregeln. Haben Sie heute irgendwas vergessen, weil mittlerweile so wahnsinnig viel von Ihnen gefordert ist, dass es vielleicht sogar fast eine Überforderung schon sein könnte? Nee, das passiert nicht, weil ich mich ja mit dem Thema beschäftige oder mit dem gesamten Thema. Das wird ja irgendwie auch dann unterbewusst, ja, ich gehe in die Spiele rein, gut vorbereitet und nee, vergessen habe ich heute nichts. Aber es ist ja doch so, dass man als Außenstehender das, was Sie da tun, wirklich nur ganz schwer beurteilen kann. Es wird pausenlos mit Ihnen gesprochen. Sie müssen ständig Ihre Sinne beisammen haben. Die Augen müssen überall sein, die Ohren müssen im Prinzip überall sein. Das stimmt, ja. Also die letzten Jahre hat sich eh viel getan. Da haben Sie vollkommen recht mit dem Videobeweis oder mit dem VAR und jetzt eben auch mit dieser neuen Anweisung durch den DFB. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Ja, wie gesagt, ich mache das schon sehr lange und das Unterbewusstsein ist da schon auch sehr aktiv. Ja, wenn ich morgens aufstehe vom Spiel, höre ich immer meinen Bauch rein. Das ist immer wichtig, mein Bauchgefühl. Und wenn das passt, dann klappt meistens auch das Spiel. Früher hieß es immer, wenn man von dem Schiri nichts merkt, dann hat er gute Arbeit geleistet. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Der Schiedsrichter, der steht irgendwie automatisch im Fokus. Wie kommt man denn zu dieser natürlichen Autorität wieder zurück? Also es gilt aber immer noch. Also wenn der Schiri so wie heute nicht im Fokus steht, dann war es wirklich okay und freue mich auch. Die natürliche Autorität, die wächst natürlich auch über die Jahre, über die Erfahrung. Das hat auch, glaube ich, vorhin Rudi Völler gesagt. Ja, mit der Erfahrung kommt natürlich auch so eine gewisse Ruhe in die Spielleitung rein. Das ist wie immer im Leben. Wenn man was oft macht und viel macht, dann lernt man auch viel dazu. Gibt es denn für Sie, Sie wissen, ich pfeife heute die und die Partie, gibt es im Vorhinein dieses Gefühl, das ist ein schweres Spiel oder ist das ein leichtes Spiel oder ist ein Spiel immer nur ein Spiel? Nee, also das Gefühl gibt es schon. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Morgens, wenn ich aufstehe, ist immer so mein Bauchgefühl sehr wichtig. Wie sind Sie heute Morgen aufgestanden? Angespannt, ja. Also gut, ich wusste, es kommt ein langer Tag auf mich zu, auch heute mit dem Besuch hier im Sportstudio. Aber natürlich, das wurde eben schon angeklungen, beide Trainer waren so ein bisschen im Fokus. Ja, der eine mit drei gelben Karten, der andere hat jetzt unter der Woche auch mit dem Pokalspiel eben seine Geschichte. Und also ich wusste schon, das ist auch ein Derby natürlich, ja. Es geht um viel, ja. Jetzt kommen die wichtigen Spiele, die Endphase der Saison. Also ich war heute schon angespannt. Es gibt jetzt diese Empfehlungen, nennen wir es mal, weil es sind keine offiziellen Regeln. Die gelten seit der Rückrunde, die sollen konsequent umgesetzt werden und sorgen damit aber auch für jede Menge Diskussion. Und genau darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Übrigens auch mit einem Schiedsrichter aus dem Amateurbereich, der im Rahmen seiner Tätigkeit schon wirklich Angst um seine Gesundheit haben musste. Aber Herr Brüch, Respekt auf dem Platz ist das eine, Respekt auf den Rängen ist das andere. Das haben wir gerade erst erlebt. Jordan Torunariga von Hertha BSC ist am Dienstag auf Schalke von den Fans rassistisch angefeindet worden. Für den jungen Spieler war das wirklich kaum auszuhalten. Er musste immer wieder dann auch von seinen Mitspielern beruhigt werden. Und ich glaube, in dem Kontext ist ganz einfach auch seine Überreaktion zu bewerten. Denn nach einem Foul an der Seitenlinie, da brennen dem jungen Mann die Sicherungen durch. Und hierfür gab es dann am Ende Gelb-Rot. Es gab unheimlich viel Zuspruch für ihn. Unter anderem auch von dem Nationalspieler Benjamin Henriksen. Da können wir mal reinhören. Ich habe Jordi direkt geschrieben, dass er nicht alleine durchgehen muss, sondern dass wir zusammen sind. Ich finde, dass man da drastische Maßnahmen ziehen muss. Es ist noch nie passiert, dass eine Mannschaft vom Platz gegangen ist. Und ich denke, vielleicht, wenn sowas passiert, werden die Fans halt selber sehen. Es gibt ein paar Vollidioten, die sich so äußern, rassistisch äußern. Und von denen hängt dann der Fußball ab. So wie ich es jetzt auf Schalke mitbekommen habe, suchen sie halt jetzt diese Täter raus. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Stadionverbot lebenslang. Und für mich wäre es normal. Herr Brüch, wer hat denn da am Dienstag falsch reagiert? War das das Schiedsrichtergespann oder vielleicht auch die Spieler und die Trainer, die nicht sofort auf dieses Geplärre hingewiesen haben?
Also das weiß ich jetzt nicht, weil ich an dem Tag nicht da war. Ich glaube, wir sind uns alle einig bei dem Thema. Das hat in der Gesellschaft und auch jetzt natürlich im Fußball nichts verloren. Da müssen wir alle zusammenhalten. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, müßig, wer die Schuld hat. Wir müssen das gemeinsam lösen, das Thema. Das muss aus dem Fußball raus. Für den Schiri ist es eben ein Problem immer, das mitzubekommen. Ja, im Stadion ist es wahnsinnig laut. Und wir haben auch auf dem Platz genug zu tun. Ja, wir müssen eben Informationen bekommen, dass sowas vorgefallen ist. Und dieser Informationsfluss war wohl auch jetzt dann am Dienstag das Problem. Was uns in der UEFA gut hilft, wir haben da so Matchdelegierte, die das Geschehen abseits des Platzes beobachten und eben auf den Rängen. Und die sind für uns dann schon eine große Unterstützung. Aber es wäre gut, wenn der Mitspieler, der das mitbekommt, sofort zu Ihnen kommt, ja, sofort. Und entsprechend meldet. Also wir brauchen sofort Informationen, ja. Jordan Torunariga, der hat mittlerweile Strafanzeige erstattet und heute stand er wieder auf dem Platz und er hatte das komplette Berliner Olympiastadion hinter sich beim Spiel gegen Mainz. Und die Mannschaftskameraden heute mit einer wirklich tollen Aktion, mit einem schwarzen Strich im Gesicht als Zeichen der Solidarität. Felix Brüch, Ziel dieser Maßnahmen ist, den Respekt wieder zu stärken vor dem Gegner, vor dem Spiel, vor dem Schiedsrichter. Und wir können vielleicht diese 8 Gebote, so haben wir sie mal genannt, noch mal an die Wand werfen. Vielleicht schauen wir da mal gemeinsam drauf. Und Sie können uns sagen, Herr Brüch, was davon ist das größte Problem? Ja, ich denke mal, ich habe es vorhin schon gesagt, über die letzten 2 Jahre hat sich so ein bisschen so ein Verhaltensmuster bei uns eingeschlichen. Die Kultur hat sich verschlechtert. Und jetzt hat eben der DFB und unsere Führung in der Halbzeitpause das festgestellt und hat uns diese Anweisung gegeben, im Rahmen der bestehenden Regel, dass wir eben diese Dinge ein bisschen besser oder ein bisschen strenger bestrafen sollen. Aber für Sie ist es auch das aggressive Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter, habe ich das genau, jetzt richtig verstanden? Das betrifft jetzt uns persönlich in der Bundesliga, aber vor allem auch, wir haben gerade die Bilder gesehen, auch im Amateurbereich, das waren schon heftige Bilder, die wir da gesehen haben. Über den sprechen wir auch gleich noch, ja. Genau, und so kam es zu dieser Anweisung, die ich gut finde, die wir alle Schiris auch gut fanden im Trainingslager und auch die Öffentlichkeit. Es gab die Woche so eine Forsa-Umfrage, 83% der deutschen Bürger finden es auch gut, dass wir jetzt ein bisschen härter durchgreifen. Also wir machen da nichts Verkehrtes. Wir wollen einfach ein bisschen mehr Respekt vor uns, vor dem Gegenspieler und einfach ein bisschen Hygiene in den Sport wieder reinbringen. Aber die Regeln, die die Basis ja sind dafür, die gab es ja bislang auch schon. Es hat bisher eigentlich nur an dem konsequenten Umsetzen, am konsequenten Ahnden gemackelt. Warum passiert es gerade jetzt? Ist der DFB gut beraten, das in der Winterpause zu machen? Es gab erst die Aufregung um den VAR, Riesenthema, und jetzt auch noch das? Ja, also wie gesagt, die letzten 2 Jahre hat sich da was verändert. Und es gab eben diese Hinrunde mit unglaublich vielen Angriffen oder Übergriffen auf unsere Kollegen im Amateurbereich. Und ich denke mal, das war der Grund, warum jetzt diese Reaktion kam. Dann schauen wir uns doch noch mal die Szene aus dem Spiel Leipzig gegen Gladbach an. Denn wir müssen sagen, einiges von diesen 8 Verboten ist natürlich auch Auslegungssache. Was ist gewünschte Emotion, was ist Respektlosigkeit? Das haben wir eben schon gesehen hier. Der Schiri Stieler und Player und Gelb-Rot. Lothar Matthäus hat sich danach schrecklich aufgeregt, hat gesagt, das ist Emotion. Und wenn die nicht mehr gewünscht sei, dann müsse man nur noch an der Konsole spielen. Jetzt frage ich aber Sie, Herr Brüch, braucht es nicht genau diese Konsequenz, damit sich auch schnell was ändert? Ja, also das sehe ich ganz genauso. Indem wir jetzt nur appellieren oder darum bitten oder hoffen, das hätte nichts mehr gebracht. Es mussten Maßnahmen folgen. Und ich sehe auch schon die ersten Veränderungen. Ja, das hat Achim Bayerlotzer ganz gut gesagt. Die Spieler lernen recht schnell. Und das kann man auch wirklich schon jetzt nach den ersten Spieltagen erkennen. Es ist auch deswegen so wichtig, weil natürlich Respekt im Profifußball auch eine wichtige Vorbildfunktion für den Amateurbereich hat, für den Kinder-, für den Jugendbereich. Wir wollen mal hören, wie es da so läuft. Denn wir haben einen Amateurschiedsrichter aus der Berlin-Liga heute bei uns, Stefan Paffrath. Herzlich willkommen. Wo ist er? Hallo. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind, Herr Paffrath. Sie haben am 22. September 2019 nach der Partie BSV Al-Dersimpor gegen den Frohnauer SC sich mit Ihren Assistenten in der Kabine eingeschlossen und die Polizei gerufen. Was ist da passiert? Ja, das war so, das war ein Spiel, das war ab Mitte der zweiten Hälfte unglücklich verlaufen für die Heimmannschaft. Und
Dann, sie hatten zuerst klar geführt, dann drehte sich das Spiel anhand von einer oder an einer spielentscheidenden gelb-roten Karte. Dann gab es am Schluss des Spiels noch 3 rote Karten. Ein Spieler, der sich hatte auswechseln lassen, um nicht rot zu bekommen, wie er selber gesagt hatte, hat dann aber am Kabinentrakt auf uns gewartet und hat dann mich ins Gesicht geschlagen und ist dann vom Präsident des Vereins an weiteren Tätigkeiten gehindert worden. Und wir haben uns dann in der Kabine eingeschlossen und die Polizei gerufen. Die kam dann auch. Und dieser Zwischenfall war später Auslöser für einen Streik der Berliner Schiedsrichter. Einen Monat später ist das passiert. Ist das jetzt ein besonders krasses Beispiel oder erleben Sie sowas alle Tage? Also ja, das ist ein besonders krasses Beispiel. Das habe ich in 23 Jahren, sind es jetzt fast nie erlebt und schon gar nicht in unserer Spielklasse. Nein, das war das erste Mal. Sie sind Lehrer. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ich kann da sogar Parallelen erkennen, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, also die Gewalt, die auf dem Platz zunimmt, die Respektlosigkeit, die erlebe ich so auch in meinem täglichen Berufsleben. Ist es schlimmer geworden die letzten Jahre? Ich weiß nicht, ist das wichtig, dass etwas schlimmer wird? Nee, aber das ist ja deswegen der Grund, warum diese ganzen Maßnahmen nun auf einmal verstärkt eingesetzt werden sollen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich finde, dass jeder Vorfall irgendwie einer zu viel ist. Also ja, klar, wenn man das in Zahlen ausdrücken will, wir hatten in Berlin in der gesamten letzten Saison 40 Spielabbrüche. Nicht nur wegen Schiedsrichtertätigkeiten, sondern auch wegen aller möglichen anderen Vorfälle. Und alleine der Hinserie dieser Saison waren es 34. Das heißt, da ist ganz offensichtlich, dass etwas mehr wird. Aber ich finde, wie gesagt, eigentlich ist jeder Vorfall einer zu viel. Sie stehen immer noch auf dem Platz. Warum tun Sie sich das an? Weil es mir Spaß macht. Gut. Also was unternehmen wir jetzt? Also was diese Maßnahmen, die nun in der im Profifußball vehement eingesetzt werden sollen, ist es etwas, was auch Ihnen weiterhilft? Unbedingt. Also ich denke doch, dass das alternativlos ist. Also letztlich ist das ja ein Verhalten, das oder andersrum, das sind Maßnahmen, die noch vor 10 Jahren war das völlig gängig, dass so eine Aktion wie jetzt von dem Player zwingend mit Gelb-Rot bewertet wird. Da hätten wir damals von den Beobachtern noch ordentlich Ärger bekommen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und dass das jetzt wieder so angewendet wird, finde ich absolut richtig. Denn klar, gerade die jungen Spieler, die gucken sich das an. Und wenn ihr Idol das dritte Mal eine gelbe Karte bekommen hat, weil es sich nun mal respektlos verhalten hat gegenüber jemandem, dann überdenken die natürlich ihr Verhalten. Es gibt von allen Seiten natürlich auch konstruktive Vorschläge, was man machen könnte. Da ist so eine Art Pufferzone, wurde genannt. Das sind dann meinetwegen 3 Meter rund um den Schiedsrichter, die eingehalten werden müssen. Da darf nur der Kapitän näher ran. Was würden Sie von so einer Maßnahme halten, Herr Brüch? Ja, das ist nicht umsetzbar. Aber ich denke, jeder sollte einfach mal überlegen, wie er mit dem Schiedsrichter umgeht. Ja, und dafür ist diese ganze Sache wirklich gut, dass man einfach mal auch diskutiert und sich auf jeder mal Gedanken macht, wie kann er sein Verhalten verbessern und wie kann er diesen Respekt auch leben. Die Niederlande gehen gerade einen Schritt weiter noch im Kampf gegen den Rassismus. Die haben ordentlich Geld ausgepackt, nehmen 14 Millionen Euro in die Hand. Es werden neue Kameras aufgehängt, nicht nur in den Profistadien, sondern auch auf den Amateurplätzen. Und es wird eine App geben, da kann der Stadionbesucher rassistische Vorfälle sofort melden. Würden Sie das in Deutschland auch begrüßen? Würde das helfen? Ja, jede Maßnahme ist gut. Also ich denke mal, alles, was uns schützt oder auch im Endeffekt den Sport, die Hygiene, nehmen wir gerne mit. Wenn wir uns jetzt dieses Maßnahmenpaket anschauen, was da angestoßen wurde, frage ich jetzt einfach mal als Pädagoge, was wird das am Ende bringen? Oh, ich glaube schon, dass das Veränderungen nach sich ziehen wird. Das ist ganz normal, ist ja in der Pädagogik ganz normal. Das Verhalten muss Konsequenzen haben, sonst ändert sich nichts. Und wenn es jetzt Konsequenzen hat, dann wird sich hoffentlich auch etwas verändern. Ich bin da sehr zuversichtlich und ich hoffe sehr, dass die Kollegen der Bundesliga das durchziehen und sich nicht von Stimmen, wie wir sie auch heute gehört haben, leider beeindrucken lassen, sondern das eben konsequent machen. Und ich letztlich am Ende, ich meine, wer will Unsportlichkeiten sehen? Wer will Respektlosigkeit sehen? Wer will Unfairness sehen? Ich verstehe das nicht, warum das überhaupt etwas ist, worüber man diskutieren muss. Also diese Linie wird so weiter verfolgt werden. Das ist in der Tat so. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind, Stefan Paffrath und auch Felix Brüch.